Wir zocken heute Tionik weiter, den kleinen Fuchs mit dem Schwert und einer Peitsche. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich bin so ein bisschen halb drauf. Ich hab mir heute irgendwas Tolles im Rücken verkrampft, schon den ganzen Tag. Hab den ganzen Tag Schildkröte auf dem Sofa gemacht, so langsam lassen die Schmerzen nach. Ibuprofen sei Dank. Ja, aber lass uns jetzt mal hier weiterschauen und uns mal ein bisschen ablenken. Wir haben beim letzten Mal ganz am Ende versucht, den Bibliothekar in seiner großen, schwebenden Bibliothek fertig zu machen. Der war aber ein bisschen zu krass. Und deshalb wollen wir noch mal ein bisschen rumgehen, noch mal so ein, zwei Ecken abgehen. Gucken, ob wir da noch irgendwelche anderen Punkte finden, wo wir lang gehen können. So, okay. Und jetzt muss man ein paar Mechaniken wiederfinden. Die es von Anfang an gab. Und tatsächlich hatte ich noch eine Idee, wo wir hin konnten. Ich weiß jetzt bloß nicht, welche Plattform das hier war. Müssen wir jetzt einmal gucken. Ha, das war die richtige. Mir ist nämlich da aufgefallen, dass wir beim letzten Mal hier einen Schlüssel nicht eingesammelt haben. Und Hallihallihau, Raven. Schön, dass du da bist. So. Ich hoffe, bei dir geht's gut. So, rennen wir mal schnell rüber. Hallihallo, Frau Reichenstein. Auch dir einen schönen Tag. Guck mal da, diesen Schlüssel haben wir beim letzten Mal nämlich nicht aufgenommen. Das ist mir nach dem Stream das letzte Mal schon aufgefallen. Au. So, und ich weiß auch schon, wo wir den hier noch einsetzen konnten. Müssen wir da nur kurz hingehen. Au. So, hier ist nämlich die Tür. Schlamm! Ah, okay, ist natürlich nicht, noch nicht ganz gut, ne, aber... Ja, Hauptsache man übersteht's, ne? Okay, da gab's nur ein paar Münzen. Gab's hier noch irgendwas Spezielles? Nö, oder? Kann man da hinten noch lang? Nein, auch nicht. Oh, oh, ich warte. Oh, hier kann man noch hoch. Oh, ein paar Scherben. Genauso wenig Schlaf, viel zu tun, aber Tag jetzt was geschafft. Ja. Dann die letzten Reste des Tages nochmal gut durchstehen. Okay, wo ging es denn hier dann hin? Ich habe es nämlich heute Nacht halt auch geschafft, ne? Also gestern mit dem Rücken so ein bisschen angekrampft und dann heute Nacht so richtig zack auf einmal. Und seitdem hat der Krampf irgendwie nicht mehr so richtig aufgehört. So, das war jetzt der Schlüssel, den ich holen wollte. Da war leider nicht so viel drin, wie ich gehofft habe. Gehen wir jetzt wieder hoch, teleportieren uns zurück und dann gehen wir mal in einen Bereich, wo wir eventuell noch weiterkommen. Ja, ist so, hat so ein bisschen was von ganzen Tag hinten Nerv eingeklemmt. Aber das Ibuprofen hilft gerade ganz gut. Und sich mit dem Stream etwas abzulenken, finde ich auch ganz gut. Also ich habe keine Ahnung, wo die Plattformen hingehen. Ich habe das total vergessen. Ja, hier will ich hin, wenn ich, wenn ich mir mein Leben schwer machen möchte. Es ist so kalt. War, ist es denn jetzt nicht zuletzt ganz schön warm gewesen? So, wo ging denn die Plattform hin? Oh, 15 Streams, Raven. Oh.
Samstag war es so dermaßen warm, das war ja schon richtig Sommer. Oh Gott, so viele hier. Heute früh nur 8 Grad. Eieiei. Hier sind es gerade 15 Grad draußen und das fand ich jetzt tatsächlich auch schon wieder etwas frisch. So, wir müssen mal ganz kurz auf die Karte gucken. So, hier, da, das hier haben wir eigentlich schon alles fertig. Guck mal gerade, ob es hier noch irgendwo Obelisken gab, die man an- oder ausstellen könnte. Das habe ich mal nicht angestellt. Vielleicht irgendwo Richtung dem Wald. Wir haben auch das hier mit den Spinnies, haben wir noch gar nicht gefunden. Hallo Modo, einen schönen Tag. Hier waren wir auch noch nicht. Aber da schauen wir mal, ob wir da jetzt hinkommen. War das hier? Wie geht's euch? Waldfestung. Ich erinnere mich ganz dunkel. Genau, hier kamen wir beim letzten Mal nicht weiter, weil dieser riesige Obelisk noch nicht an war. Aber jetzt weiß ich ja, dass wir eine Möglichkeit haben, den anzustellen. Das machen wir jetzt mal. Energy. Und einmal speichern. Das war auch hier wieder auf, wirklich aufwachen. So, und dann kommen wir da hoffentlich gleich irgendwie rein. Haben wir noch irgendwelche Münzen, die wir... Ah, wir haben noch eine Münze, die wir abgeben können. So, wir haben 4 Münzen abgegeben. Aber da kommt natürlich noch ein bisschen mehr. So, und dann konnte man... Kann ich denn hier noch irgendwie hoch? Nee, ne? Versuchen wir die Waldfestung zu raiden. Oh, guck mal, den können wir jetzt auch aktivieren. Das hört sich immer schon ganz komisch an. Der Peil war schon mal höher, den resette ich ja auch normalerweise pro Stream. Können den aber natürlich monatsweise auch führen. So, wir haben jetzt diese Seite gefunden. Geschützt in einem Waldtempel, gestohlen und in den Himmel gebracht. Versiegelt an der Wurzel der Welt. Also den Grünen wissen wir ja, der Bibliothekar hat den gestohlen, aber der ist mir noch ein bisschen zu krass. Ich weiß nicht, ob die Festung hier der Tempel ist oder ob wir gerade hier an der Wurzel der Welt sind. Er fängt sonst an zu gammeln, da hast du absolut recht. Oh, wo gehen wir hin? Oh, hallo Händler. Was hast du denn Schönes für mich? Sag mal, was für Wucherpreise hast du hier eigentlich immer für mich? Haben wir noch ein paar Brandbomben? Wir haben gar keine Brandbomben. Kaufen wir mal welche. So. Und dann können wir auch schon jetzt, die Münze auch schon bald kaufen, ne? Ich finde, der Händler sieht immer noch wie ein Boss aus. So, kommen wir zur Wurzel der Welt. Hier sind auf jeden Fall viele Kisten. So, kann ich hier irgendwo lang?
Ah, ich kann sie doch kaputt machen. Ich hatte gerade den Eindruck, die gehen gar nicht kaputt. Ah, da ist ein Loch. Oh, hier ist es aber feucht. Hier hat jemand den Keller tatsächlich nass gelassen, damit es gammelt. Wir mögen keine Kisten, wir machen alle Kisten hier kaputt. Okay, was war da drin? Ganz viele Kerzen. Was bist du? Oh, Spinny! Wenigstens habe ich so eine kleine Laterne, dann sieht man wenigstens ein ganz klein wenig was. Aber, warte mal, wenn hier Spinnen sind. Wir klicken uns einmal eben bis zur Karte durch. Na hier, ne? Da. Tatsache, wir sind jetzt hier im Spinnentunnelsystem. Mhm. Oh, Schlams! Diese Peitsche, die ist so praktisch. So, noch irgendwelche Spinnis hier irgendwo? Kann ich hier unter einen Wasserfall durch? Okay. Aber da oben ist ein Spinnchen. Ich hoffe, hier kommen nicht noch mehr Spinnchen nachher. Wäre ein bisschen dramatisch. So, hier gibt es irgendwie zwei Wege aus der Höhle. Einmal da raus und einmal hier raus. Gucken wir uns das mal an. Hallo Spinnchen. Schön, dass du da bist. Oh, die Peitsche, die ist so gut. So, da sind wir schon draußen. Gut, dann müssen wir einfach die andere Richtung lang. Der Fuchs kundet unten in den Tunneln. Nicht selber gegraben hat. Oh, Hallöchen. Oh, du bist ein bisschen größer. Oh, da sind ein paar mehr Spinnchen. Ich glaube da... Mist, das ist ja Wasser. Da, die Bombe, die hilft nicht, ne? Nee, die geht einfach aus. Guck mal, da sind so viele Spinnchen. Oh. Spinnchen zeigt mir, dass man durch den Wasserfall durch kann. Au. Die haben irgendwie Angst vor mir, kann das sein? Ich meine, ist berechtigt. Aber... ich brauche das Geld. Wenn man durch Wasser wartet, kann man da leider nicht rollen. So, man kann hier irgendwie eine neue Karte bekommen. Ich weiß immer noch nicht, was sie wirklich bedeuten. So, was sagt denn die Karte? Wie komme ich denn da jetzt hoch? Hier ist ein versteckter Weg. Laut Karte ist hier unten ein versteckter Weg. Ja, da ist er. So, und hier geht's dann wieder hoch. Und hier rum. Aber da kann ich leider nicht einfach so rüber, ne? Was? Ich kann das nicht nutzen? Wieso kann ich das nicht nutzen? Müssen wir den langen Weg gehen, ne? Langer Weg. Oh, say what? Kann man draufschlagen, damit solche Brücken erscheinen?
Aber hier unten erscheint da nichts, oder? Oh, Spinnchen. Großes Spinnchen. Au. Ist über mich hinweggesprungen gerade. Au. Nee, das hat getroffen. So. Weiter geht's. Aber wohin? Wo sind wir hier? Ah, diesem Zwischentunnel, da will ich nicht nochmal wieder runter. Und dann gehen wir hier lang und dann kommen wir wohin? Nirgends. Ah, guck mal hier. Oh, das sieht aus wie Gefängniszellen. Dann gibt es doch hier unten auch Gefängniszellen. Okay, das ist ein Nachttopf, da müssen wir jetzt nicht dran schnüffeln. Oh, hier gibt es eine Abkürzung. Und nochmal Nachttopf. Nö, bitte nicht. Hallo, wer bist du denn? Oh Gott, ich brenne! Kann man den gar nicht kaputt machen? Blümchen. Okay, wir haben später viel zum Opfern. Flederschädel. Flederschädel. Sind hier noch irgendwo versteckte Schätze in irgendwelchen Gefängniszellen? Sieht nicht so aus. Oh, das sieht aus, dass es problematisch werden könnte. Ey. Dauernd springt er auf das Ziel über, obwohl ich den da anvisiere. Ich weiß nicht, was das soll. Au. Nee, ich bin dem Brennen nicht ausgewichen. Nein! Au, ich brenne. Ich brenne. Ich brenne. Ich brenne. Ich brenne immer noch. Ich brenne immer noch. Oh mein Gott. Oh, da muss ich ganz schön mit aufpassen. Und jetzt kann ich das Ding hier anschalten, ne? Oh, da habe ich zu früh aufgehört. Zeug immer anzuschalten, das hört sich an. Ah, ich wusste doch, dass hier was sein könnte. Dieses Spiel hat doch an jeder Ecke irgendwas. Guck mal, noch ein Taler. Kaputt hauen? Nö. Und nicht. Wahrscheinlich nur, wenn ich wirklich so Schussmagie oder so besitze. Dass ich die zum Explodieren bringen könnte. Wohl die Frage ist, ob sich das vielleicht lohnen könnte, das jetzt gleich mal auszurüsten. Ich glaube, diese Fässer mit den Kerzen drauf, die sind bestimmt ganz schön gefährlich. Hier müssen wir, glaube ich, gleich mal ein bisschen aufpassen. Oh, ein paar Schlorox. Ne, nicht Schlorox, Schlorms. Schlorox ist ein Streamer. So. Hier ist ganz schön dunkel. Ja, wir finden immer mehr Zeug, ne? Super viel, was wir opfern können, um stärker zu werden. Eine neue Seite. Oh, es gibt eine Seite zu dem Boss. Der Bibliothekar. Heiliges Kreuz. Kathedrale. Was? Und gibt es noch Boss der Plünderer?
Ja, who knows? Who knows, was uns hier erwartet? So, ich werf mal eine Bombe. So, und den machen wir jetzt auch kaputt. Ach, wir können hier gar nicht runterspringen. Nein! Ich dachte wirklich, wir können hier runterspringen. Oh. Geht der denn hin? Der geht jetzt ganz woanders hin, ne? Oh. Versucht. Einen kleinen Hinterhalt. Oh, hier drunter ist auch noch einer. Hat uns noch jemand bemerkt? Ja, kommt alle einzeln auf mich zu. So ist das besser für mich. Alle einzeln. Dann habe ich nicht so viel Stress mit euch. Oh Gott. Er hat mit den Kronleuchter geblockt. So, gibt es hier unten irgendwas zu finden? Sind hier irgendwelche Zugänge? Irgendwelche? Nee, keine versteckten Zugänge. Nicht so. Ja, hier ein paar Münzen. Aber auf welcher Karte bin ich denn? Kann ich das schon sehen? Ah, guck mal, da bin ich. Ui, dann ist die Karte ja gar nicht so groß. Haben wir gleich schon hier die halbe Karte durchgeforstet. Oh, die Magie, die nehmen wir natürlich mit. So, weiter geht's in den nächsten Raum. Oh, das Problem ist, wenn ich da jetzt dran raste, dann kommen die ganzen Feinde da wieder. Ich meine, wenn ich sterbe auch, aber... Yeah. Immer Stück für Stück hier durch. Ihre Schlorms. So, da dürften zwei Bomben genügen, oder? Oh Gott! Magier! Okay. Der Große ist weg. Dann bin ich schon mal ein bisschen beruhigter. So. Was ist denn das für eine komische Magie? Komm da runter. Niemand nutzt Energie gegen mich. Okay, ich will mal vermuten, dass wir dieses blaue Tor, dieses blaue Tor. Ja, Dan, das ist blau. Dieses goldene Tor öffnen müssen. Ich bin etwas routinierter im Kämpfen, aber ich sag mal, besser geht immer, ne? Wieso kann ich den hier unten nicht anvisieren? Ich kann den hier vor mir nicht anvisieren. Jetzt aber, jetzt geht's. Aber das war tatsächlich letzte Woche schon ein bisschen besser am Ende. Weil ich da halt natürlich schon den ganzen Abend gespielt habe. Jetzt muss ich erstmal wieder zwischen den verschiedenen Games mal wieder hin und her switchen. Ja, schlimmer geht immer. So, einmal hier rüber. Okay, das ist einfach nur... Hier lang. Ich dachte, da wird es noch höher gehen. Dann gehen wir erstmal hier unten lang. Oh, wir sind wieder draußen. Plops! Komm runter! Nächstes Mal fallen wird also wieder Daumenkrampfer. Ja. Aber sowas von... Ich weiß absolut nicht, welche Tasten ich dann nachher wieder drücken muss. Okay.
Okay, geht's hier nicht weiter? Doch, da. Oh mein Gott! Tschüss. Oh, die hat sich gerettet. Das ist ja fies, die retten sich einfach. Okay, aber ich muss den anderen Weg gehen, um da oben weiterzukommen. Ich weiß zwar noch nicht, was mir das bringt. Und erstmal hier rumgucken. Kann ich da lang? Nö. Ich sag dir, der schlimmste Daumenkrampf oder Handflächenkrampf, den wir beide noch hatten, das war das Armdrücken bei A Way Out. Das kommt bald auch schon auf YouTube. Diesen Kampf, den wir beide hatten, der so richtig schlimm war. Es hat einfach mal 10 Grad im Raum mehr verursacht. Na, bleib mal endlich stehen hier. Wollte sie wegteleportieren. Und du kriegst eine Dynamitstange. Oh, der hat die Dynamitstange geblockt. Das ist ja was hier. Komm hier hinten lang? Nö. Erstmal Abkürzung. Wir müssen nachher mal nachgucken. Ich weiß gar nicht, auf welchen Schwierigkeitsgrad ich dieses Spiel gestellt habe. Ich glaube, ich habe es auf normal gelassen, weil alle gesagt haben, das ist ultra schwer. Nee, jetzt brenne ich schon wieder. Oh, was zur Hölle? Nein. Trink was. Ich kann nichts machen. Oh, was war das denn? Ich war so in einem Damage-Lock irgendwie drin. Ohne, dass der mich irgendwie weitergeschlagen hätte. Okay, ich muss erstmal irgendwas anderes anmachen. Damit ich den anschalten kann. Und ich sehe, da unten kann man auch irgendwie noch hin. Das müssen wir gleich mal testen. Oh Gott. Fängt das jetzt schon wieder an, ne? So, hab ich noch irgendwas, um mich jetzt so zu heilen? Das könnte ich gerade gebrauchen. Okay, das ist schon mal besser. Oh, guck mal, die Brücke ist runter. Wir haben eine neue Abkürzung. Ich mach mal eben hier Zauberstab an. Und dann bringe ich da was zur Explosion. Ha! Verbrennt! Die Noobs. Okay, ich sehe schon, hier ist schon fast die Hälfte explodiert. Guck mal, das brennt auch gleich und gleich macht's Boom. Na, mach Boom. Geht doch. So, okay. Schon wieder, warte mal, kann ich den schon wieder nicht aktivieren? Weil ich mir immer noch keine eigenen gemacht habe. Deshalb gibt es noch keine Feuerfuchs-Emotes. So, wo sind wir? Wir sind hier. Oh. Alle Explosionsbehälter sind wieder da. Von wo kann das denn kommen? Ich habe keine Ahnung, wo das Ding herkommt. Das können wir nicht anstellen. Dann gehen wir mal hier unten lang. Gucken wir, wo das hinführt.
Warte mal, geht das? Na, der stand im Weg. Oh Gott! Nein, 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 nein. Ui. Nein, nein, oh Gott, nein. Was zur Hölle? Wo kommen die denn alle her? Du willst mich doch vor veralbern. Ich will doch nur Heil-Items ausrüsten. Gott, der ist ganz da hinten. Okay, dann rennen wir da jetzt rüber. Wow. Aber mit dem Herumrollen kriegt man das Feuer zum Glück einigermaßen schnell weg. Uff. Ah, guck mal, da ist wieder so ein Helden. Denke mal. Da gehen wir mal hin. Und ich weiß immer noch nicht, was wir hier machen können. Ist das dann so ein Polarlichtfuchs oder ein Fuchs mit einem brennenden Schwanz, den er dann rumschlägt? Oder ist es halt generell einfach ein Fuchs, der aus Flammen besteht? Ach, guck mal, hier ist eine Kiste. Was davon? Ja. Okay. Ich verstehe schon. So. Dann nehmen wir das wieder rein. Okay, jetzt aber mal ernsthaft. Wie komme ich denn jetzt gerade hier weiter? So. Ja, es muss ein brennendes Emote geben, das auf jeden Fall. Oder können wir das doch hier irgendwie aktivieren? Nee. Das geht nicht. Ja, warte mal, da hinten ging doch so ein Streifen hoch. Können wir den hier doch aktivieren? Tatsache. Oh, es geht doch. Es geht doch. Okay, okay, okay. Ich würde mich interessieren jetzt, wo eigentlich diese Ader hier noch hingehen könnte. Weil ich habe keine Ahnung. Das sieht so aus, als ob es irgendwo versteckt noch was gibt. Aber jetzt können wir die goldene Tür öffnen, oder? So, oh, ich habe 1500 Dingsi-Bumsis. Ich glaube, die will ich lieber erstmal ausgeben. Bevor wir die verlieren. Aber was ist hinter der goldenen Tür, ne? Okay, komm, ich will wissen, was hinter der goldenen Tür ist. Hallo, was gibt's hier im Inneren des Ostgewölbes? Oh, guck mal, hier können wir speichern. Oh, das können wir doch, das können wir jetzt nutzen. Dann nutzen wir das doch mal hier, um... oh Gott, ist das teuer. Ein paar Level zu machen, ne? Lebenspunkte. Ausdauerpunkte, Magiepunkte. Machen wir erstmal Lebenspunkte. Wir haben tatsächlich genug Münzen für sowas. Ich finde die Soundkulisse in diesem Game einfach sehr krass.
Noch einen besseren Trank wäre natürlich cool, ne? Aber ich habe mehr erstmal für die anderen über. Mehr Ausdauerpunkte, mehr Magiepunkte, kann ich beides gebrauchen. So, jetzt haben wir noch 400 Münzen über. Aber müssen wir mal gucken, wann wir die ausgeben. Aber jetzt haben wir ja diese Plattform aktiviert. Wo führt die hin? Die wird ja vorhin... Ah, die ist nämlich vorher bestimmt nicht aktiviert gewesen. Dann wissen wir, wir haben ein weiteres Teil aktiviert. Das ist gut. So. Wohin führen die Stufen? Roter Schädel, irgendwas, roter Schädel. Okay, das sagt mir jetzt nichts. Was ist denn mit roten Schädel? Das sieht sehr groß aus, dieses Areal. Es gibt doch bestimmt gleich einen Bosskampf, oder? Von wo kommt der denn? Hallo? Nichts. Hier ist irgendwie eine Alpha-Wand, keine Ahnung. Aber da vorne ist irgendwie so ein roter Stein. Ich gehe da mal hin. Was? Moment, das sind... Oh mein Gott, die Ruine ist ein Boss. Oh, wow! Wow, damit habe ich jetzt mal so gar nicht gerechnet. Oh mein Gott! Er ist so viel größer als ich. Oha, oha! Oh Moment, auf der Rückseite ist auch noch... Irgendwie ein Aktionspunkt. Was? Oh, wow. Was geht denn hier ab, ey? Boah, das geht ganz schön auf die Ausdauer. Okay, ich bin völlig falsch ausgerüstet für den Kampf. Okay, die Peitsche nützt nichts, so gar nichts. Renn, kleiner Fuchs. Oh mein Gott. Renn! Boah, ich habe 4 Dynamitstangen da hingezackt, ne? Okay, die Peitsche kann ich in diesem Kampf so gar nicht gebrauchen. Die ist sogar absolut unvorteilhaft. Thank you.
Das kriege ich mit im Kampf nicht hin. Nee, ich hab's schon versucht, die zurückzuwerfen. Warte mal, kann ich schnell auf Zauberstab wechseln? Nein! Oh Gott, oh Gott! Nein, ich schlage nur gegen Stein. Und tatsächlich auf ihn draufschießen bringt auch nicht so viel. Und ich brauche tatsächlich die... Oh. Die Fernangriffe, um diese Dinger kaputt zu machen. Wow. Das Ding ist ein bisschen heftiger und ich merke gerade, dass ich gar keinen Death Counter eingeblendet habe. Der Boss hat den Stream getötet, würde ich sagen. Es war richtig merkwürdig. Gib mir eben einen Moment. Das ist ja verrückt. Da hat das tatsächlich einfach mal der Boss mal komplett Windows gekillt und dann direkt danach, der Secret Boss, also hinter dieser Belagerungsmaschine, ist noch Windows gewesen, was ich dann gedacht hat, haha, ja, während du das spielst, installiere ich Updates. Ja, also ein Double Kill. So. Okay, dann hoffe ich, dass wir jetzt gleich als nächstes ein bisschen mehr hinbekommen. Vielleicht bin ich mal am überlegen, welche Bomben wir dann benutzen können. Gefühlt haben die Dynamitstangen irgendwie nichts gebracht. Dann würde ich mal die Frostbomben ausprobieren. So. Ui. Ich habe ja jetzt schon echt ein bisschen Angst, ne? Ich habe jetzt schon echt ein bisschen Angst, dass Dinge schief gehen. Ich gucke mal. Okay. Gut, dann würde ich mal sagen, probieren wir es ein weiteres Mal und gucken, ob der Boss unseren PC nochmal killt oder nicht. So. Ich habe da mein Echo gesehen. Das will ich gerne wieder haben. Wie komme ich da bloß dran? So. Okay, er macht sich aber dadurch tatsächlich gar, wenn ich das richtig gesehen habe, gar keinen eigenen Schaden. So. Da, das will ich. Nee. Boah. Ich schlag dich ins Gesicht. Oh Gott! Schade. Wow. Okay, das wird ein bisschen schwierig. Ich weiß noch nicht so richtig, wie ich auf diesen Run reagieren soll. Das ist doch schon ein bisschen schwierig. Au. Oh.
Hilf voll rein. Oh nein, hilf nicht. Hilf nicht. Auf jeden Fall immer so einen Stein zum Hinterverstecken bei sowas. Oh, guck mal da! Wenn der so nach oben schießt, dann ist er verwundbar. Aber so von der Seite ist er gar nicht verwundbar. Ich habe irgendein Achievement bekommen, aber keine Ahnung was. Ups. Ich habe mich selbst eingefroren aus Versehen, scheinbar. Oh nein! Ich habe noch das Schild hochgehalten, hat aber nicht viel geholfen. Es hat geholfen, ihn einzufrieren. Jetzt kriegst du einen auf die Mütze. Oh, super effective, ja? Nice. Nein, er sitzt kacke. Oh, kommt jetzt der Strahl? Ja. Ha! Ich kann dich lesen, Belagerungsmaschine. Nein! Okay, so schnell konnte ich den dann doch nicht lesen. Der macht seine eigenen? Leute, komm. Oh. Der hat aber ein Damage. Nein. Nicht getroffen. Wie hat er mich denn da noch getroffen? Oh nein! Nicht getroffen. Hier dauernd irgendwie an der Botanik hängen. Und ich treffe ihn einfach mit den Bomben nicht. Und immer wenn ich gerade so dran bin, dass ich ihn vernünftig treffen könnte. Nein. Dann ist er gerade so ein bisschen weg. Oh, komm. Das bisschen hat mich noch getroffen. Okay, Bomben kann ich gefühlt auch irgendwie vernachlässigen. Nein. Oh, da hatte ich Glück. Das war wirklich pures Glück. Okay, ich habe keine Fernkampfwaffen mehr über. Wie gehe ich denn damit jetzt um? Moment mal. Ich habe doch noch andere Dinge, andere Magie, die ich benutzen kann. Probieren wir doch verschiedene Dinge. Wir haben ja die Zeitmagie.
wenn ich ihn so sehr verlangsamen kann, dass ich schneller rankomme. Oder ist es dann halt insgesamt... Ach du meine Güte, ich bin unter ihm gefangen. Boah, da habe ich richtig Glück gehabt gerade hier. Voll rein, würde ich sagen, ne? Ach so, das ist so generell. Dass es dann in Zeitlupe abläuft. Das hat gar nichts damit zu tun, dass ich dann schnell laufen kann. Es ist einfach nur, wir erleben alles jetzt hier in Zeitlupe. Hilft uns das? Nicht so richtig, ne? Aber guck mal, da komme ich ja jetzt auch nicht schnell genug ran, ne? Seht ihr, wie schnell der dann da einfach wegspringt? Jetzt fängt er wieder an zu schießen. Warum hat er das Rennen aufgehört, mein armes Füchslein? Boah, wie schnell bist du denn? Wow, der zählt vollkommen dieses Dauerfeuer gerade. Au! Okay. Da bin ich nicht gut genug für. Und da vernünftig auszuweichen. Nicht an sein Hinterteil ran. Ah, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ja. No. Haha, no, nein. Genau in dem Moment. In dem Moment hat er sich umgedreht. Ich hänge unter ihm fest. Zweimal getroffen. Wow. Ganz nah an ihn ran. Ganz nah an ihn ran. Ich glaube, das ist mit die sicherste Methode überhaupt. So, das kriegen wir. Letztes Viertel. Ja, dreimal getroffen. Das ist doch schon mal etwas. Gesicht. Aber nur ein bisschen. Au. Okay, das war in meinem Gesicht. Oh nein. Oh nein. Versteck mich mal so ein bisschen. So. Im richtigen Moment weggesprungen. Na komm schon, komm schon. Ah, verdammt. Passt. Au.
Es wird knapp, Leute. Es wird knapp. So, Zeitlupe. Jetzt wird sie kaputt gemacht. Nice! So muss das. Oh, das war knapp. Guck mal, da fällt noch alles runter. Und ich kann hier irgendwas ernten. Ist das ein neuer Zauberstab für mich? Uff. Wow, der war... Oh, da ist jetzt noch was runtergefallen. Nein, es schießt auf mich. Hat noch was überlebt. So, okay. So, jetzt ist es aber auch tot, Jim. Gut, wir haben jetzt einen Zauberstab. Oder es ist ein Schlüssel. Au, au, armer Fuchs. Aha. Sieht fast wie ein Mythodea-Rätsel aus. Wow. Oh, krasser Wahnsinn. Wir haben den roten Schlüssel bekommen. Nice. Unser erster Schlüssel. Einer von dreien.